zusammen. Ackermann am Start. Na, wem hast du da? Die Sondelmutter. Wem hast du hier? Die Sondelfreundin. Hey. Anderer Kollege ist gerade schon abgehauen. Ja, Silber hat er sich eben gerade rausgezogen und tschüss. Hat es nämlich nur kurzzeitig mitgesucht hier. Hat es eilig. Muss noch zum Essen. Schwiegervater. Oder Schwiegereltern, sagt er. Und ich habe hier, glaube ich, was an der Oberfläche. Wieder nice. Ja. Oder muss ich aber mal. Oh. Nu, das sieht aber schön aus. Das. Da könnte man jetzt viele Mutmaßungen anstreben. Also ich weiß nicht, ob in der Mitte mal was drin war, aber ich tendiere bei dem Stück. Von der Verarbeitung her auf jeden Fall auf eine Art älteres Schmuckstück, würde ich da bald schon sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Eventuell war auch mal in der Mitte etwas drin. Kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht bringt es was, wenn man das hier sogar noch ein bisschen reinigt. Aber hier sehen wir, glaube ich, auch da eine Art Öse. Deshalb also möchte ich nicht ausschließen, dass es sich dabei vielleicht wirklich um ein schönes Stückchen noch handelt. Sehr gut. Ja, endlich mal wieder draußen, Leute. Ihr wisst, was los ist. Inaktivität ist vorbei. Beziehungsweise ich war ja los. Aber wenn nichts kommt, dann kann ich euch auch nicht füttern. Ja, aber jetzt bin ich hier auf meinem alten Kürbisacker, ehemals Kürbisacker genannt. Auch wenn der immer wieder was anderes hier drauf hat. Jetzt zunächst kommt Spargel. Naja. Neben mir wird gerade fleißig gebuddelt, Leute. Wir sind hier so ziemlich dicht am Wegesrand aktuell. Und was habe ich hier früher gesucht mit dem Spulenruder? Mich dumm und dämlich gesucht. Aber wie sagt man immer so schön, Feld wird ja angeblich nie leer. Und das konnte ich sowieso nicht komplett absuchen. Und da war ich ja nur mit einem F22 unterwegs. Und Leute, ich weiß ja schon, was kommt. Ein 91er Leitwert. Ich habe einmal umgegraben. War so. Ich setze den hoch, da hat mich schon angelächelt hier. Und ich flippe aus, Philipp ist weg. Ich brauche einen Pinpointer, mach den aus, komm. Ich freue mich endlich mal wieder. Ne? Das ist keine künstliche Freude, das ist wahre Freude, wenn man nach so einem langen Zeitraum endlich wieder losgeht und findet, oh, das ist Silber. Jawohl. Neben mir wird gepiept, die haben schon schlechte Laune, glaube ich. Nein, haben sie nicht. Es ist tatsächlich eine silberne. Deutsches Kaiserreich. Och, sag bloß, eine halbe Mark mal wieder. Ja, das ist schon, glaube ich, die vierte, die ich gefunden habe. Ich brauche die 20 Pfennig davon unbedingt mal. Aber eine halbe Mark ist eine halbe Mark. Silber ist immer was Fantastisches. Da freut man sich. 1906. Ja, wer weiß, wie diese Taler damals hier, die Münzen hier immer verloren gegangen sind. Vielleicht war hier ja wirklich mal irgendwie auf dem Feld, dass hier so eine Art echt Handelsstätte oder whatever gewesen ist. Weil was hier schon alles gekommen ist, crazy. Und neben mir der Orks hier von der Kollegin am Bimmeln mit der kleinen elliptischen Spule. Ja, vielleicht schalte ich gleich nochmal ein. Also ich muss jetzt hier vorne weitersuchen. Das Schöne ist ja an so einem Tag wie heute, kommt alles zusammen. Wir haben es heute den 26. Oktober und ich weiß nicht, 20 Grad. Ich kann mich an letztes Jahr Oktober erinnern, da hatte ich auch in einem Video gesagt, der goldene Oktober, da hatten wir aber konstanteres Wetter als diesen Oktober, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, jedenfalls, das war auch gerade geil, meine Mutter ruft immer, ich habe auch eine silberne gefunden, 10 Pfennig. Hä, 10 Pfennig aus Silber? Ist das eine Fehlprägung oder was auch immer? Ich hingerannt, 10 Reichspfennig. Tut mir leid, ich sage leider kein Silber, aber macht ja nichts. So, wollen wir mal wieder zum Eigentlichen kommen hier? Warum ich hier gegraben habe. Also ich bin ohne meinen Brustgurt heute unterwegs. Das heißt, ich mache so alles wieder mit einer Hand. Irgendwo hier in der Ecke. Vorsichtig. Und ja, ich denke mal, man kann sich das trotzdem geben. Ne? Da ist es schon. Verbogen.
Aber das ist ein Koppelhaken. Da müsst ihr mir aber weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob das auch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt oder Ersten, aber das ist ziemlich Sicherheit einer. Denn habe ich schon mehrfach auch im Internet gesehen, als ich meine Koppelhaken, die ich gefunden habe, gesucht habe. Und auch immer diese Löcher hier drin, wo jetzt halt der ganze Dreck drin steckt. Und ja, es wird definitiv einer sein. Auch gut. Macht nichts. Verbogen, aber spielt keine Rolle. Endlich mal wieder Funde machen und das ist, was ist. Das Entscheidende, dass auch mal wieder was kommt und da freue ich mich. So, dann machen wir weiter. Es wird windiger. Leider kein Windschutz dabei. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. 88 habe ich hier wieder auf dem Tacho stehen. Richtig gut. Gucken wir mal schnell rein. Nochmal. Ausgegraben habe ich es schon vorab, weil das mir zu oft. Oh. Ach, was. An der Seite steckt, das habe ich nicht gesehen. Eine Münze. Nice. Komm raus. Hier. Der Münzabdruck. Kommen sie nochmal angedackelt hier. Auch nochmal eine schöne. Im Vorbeigehen nochmal. Ein Pfennig, Leute. Ein Pfennig. Auch schon öfters gefunden. Scheidemünze. Aber das ist jetzt diesmal hinten mit dem Wappen drauf. Ist doch ein Wappen, weil sonst haben wir hinten ja, glaube ich, was ist das? 360 ein Taler. Also das ist ein anderer. Das ist eine andere davon. Aus Kupfer. Sehr schön. Da gibt es dann nochmal, wie gehabt, im gereinigten Zustand. So, zum goldenen Abschluss. Hier zwischen den Stummeln, hätte ich bald gesagt, finden wir noch mal ein schönes 92er Signal hier. Da gucken wir mal zusammen rein. Vom Klang her nicht besonders tief. Man kennt ja den Ochsen, hat das Gehör da mittlerweile für. Eine Hand wieder macht er alles hier, der Ackermann, der ist heute wieder sehr kreativ. Draußen schon, so wie es sein soll. Mir ist gerade irgendwas in die Nase geflogen. Also hier irgendein Käfer oder irgendeine Fliege oder irgendwie ähnliches. Was ist hier los? Was ist denn das jetzt? Geschmack ist. Ist der überhaupt an? Ja. Ihr seid mit im Video, Leute. Ah! Kommen wir doch der Sache schon näher hier. Der raschelt hier, wa? Was ist denn hier los? Da. Jetzt, yes, wir haben es. Oh. Oh, Leute. Ich mache das jetzt hier für mich. Die sind gerade in ihrem Tunnel. Leise gesagt. Was ist denn das? Das ist eine große Münze. Na nun. Wird langsam dunkel im Hintergrund. Warte mal. Geil. Wartet. Oh, herrlich. Das ist doch hier. Guckt mal. Och, sieht das nice aus. Seht ihr das? Und so flach. Flach wie eine Münze. Normalerweise, wenn du die Knöpfe findest. Oh, ich wackel irgendwie schon wieder mit der Hand. Wenn du diese Knöpfe findest, da sind die auch wesentlich dicker. Ich kann jetzt auch schlecht erkennen auf der Rückseite, ob da mal irgendwie mit Öse oder sowas dran gewesen ist. Muss ich euch irgendwie sauber nochmal präsentieren. Aber auf jeden Fall, egal. Jetzt nochmal so ein schöner Fund hier zum Abschluss. Fett. Recht hoch kommt der Wert reingeknallt hier. Aber wir kriegen den gut rein. Oh, der hat 95. Ja, machen wir mal wieder ganz gekonnt, wie wir das ja immer machen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal mag ich das auch ganz gerne, wenn der Boden etwas fester ist. Dann lasse ich mich doch mal überraschen.
aber... Quatsch. Nee, ey, wie kommt der denn da aus dem Boden raus, bitteschön? Das ist Kriegsmarine. Das ist Kriegsmarine. Unglaublich. Brauchte keinen Pinpointer. Hammer. Jetzt noch ein schöner... Nach dem Preußischen da gerade, was auch immer das war. Sache, das Feld war oder ist bekannt für die guten Funde. Und dass das so geil aus dem Boden kommt. Was ist das denn jetzt? Dass das jetzt so geil noch aus dem Boden kommt, also unglaublich, ehrlich. Das ist ja minimal verdreckt. Also ich habe ja eigentlich mal gedacht, viele Funde auf dem Acker sind ja wirklich manchmal nicht mehr so brauchbar. Aber der hier ist top. Top, also ganz im Ernst. Komm immer wieder an dein Ursprungsplätzchen zurück, das ich rausgenommen habe. Ja, man rechnet ja mit nichts, nicht? Und auf einmal kommt dann doch noch wieder ein Signal. Und zwar hier oben, wo vorher hier diese komischen Tannenbäume standen, die jetzt alle abgehäckselt sind. Oder wo er gerade viel mehr bei ist. Und das scheppert ja hier wie nichts Gutes. Aber da sind kaum Abweichungen, ne? 89. Draußen ist es. Also, sei gesagt, wackelt das hier schon wieder wie Sau? Ich brauche unbedingt ein Stativ und... Oh, scheiß die Wand an, Leute. Stativ oder... Weiß nicht, vielleicht GoPro. Mal gucken, vielleicht steige ich um. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. 89, ja? Also im 80er-Bereich, da mache ich eigentlich immer die besten Funde hier mit dem Orks. Münzen oder so. Größtenteils. So wie hier. Ha! Tatsache. Wieder eine... Au! Ich ahne schon, was vorne drauf steht, Leute. Ein Pfennig. Oder Pfennig. Schätze ich mal. Jo. Die finde ich ja auch wie Sand am Meer. Aber super. Freue ich mich doch. Ein Pfennig oder was? Königreich Hannover. 1845 müsste es, glaube ich, sein. Jawohl. Aus Kupfer. Die findet man meistens doch wirklich in einem brauchbaren Zustand, die Münzen. Schick, schick. So, nochmal rübergehen hier. Ich war schon wieder zu voreilig und habe schon ausgebuddelt. Da werden ja meine Ohren sowas von hellhörig. Ist halt meistens eine Münze. Man kann sich auch öfters mal täuschen. 87, 88, definitiv da im Aushub. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich habe noch nicht geschaut. Aber ich gehe mal echt davon aus. Ich sehe eine wunderschöne, ja, eine Münze. Boah, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade wirklich freue. Seit langem endlich mal wieder unterwegs zum Sondeln. Und dann wieder mal eine schöne alte Münze zu finden. Das macht einfach den Reiz aus. Es müssen ja nicht immer die Goldbarren oder Silber sein. Darum geht es überhaupt gar nicht. Einfach mal wieder was Schönes zu finden. Und hier haben wir doch tatsächlich ein Pfennig Scheidemünze wird das sein. Die Umlaufmünzen von damals gerade hier in meiner Ecke. Ein bekannter Fund. Ich schaue mal kurz auf das Prägejahr. Ich denke mal, dass irgendwas mit um die 1700 sein wird. Hinten auch noch auf der Rückseite. Ein Wappen zu erkennen, auch wenn jetzt gerade noch ein bisschen Kruste drauf ist, aber das macht nichts. Schöne Münze nehmen wir gerne mit. Ich freue mich endlich mal wieder draußen und ein paar schöne Funde machen. So kann es gerne bleiben. Bin hier auf einem Spargelfeld unterwegs. Richtig geil eigentlich. Wo ist denn der Bauer jetzt gerade hin? Ich weiß gar nicht, wo er fährt. Auf jeden Fall irgendwo da hinten. Ah ja, da hinten ist er. Unterwegs, er sagt, Mensch, alternativ habe ich jetzt gerade nichts, aber kannst gerne hier auf dem Feld nochmal gucken. Ja, und das nehmen wir doch gerne mit. Mühselig hier auf dem Spargelfeld. Man sieht ja auch, es ist nicht einfach zu sondeln. So laufe ich hier lang. Hauptsache was zu sondeln, aber jetzt kam doch nochmal was zum Vorschein.
77er Leitwert, ganz klar. Man muss sich die Werte halt auch immer merken, umso besser kann man sich dann schon erhoffen oder denken, was es sein könnte. Und hier ist es ja offensichtlich, dass es eine Münze ist. Ist es ein Reispfennig oder was anderes? Tja, sieht zu geil aus, was da drinnen steckt. Total gut. Tja, Ackerman, spann uns doch nicht so lange auf die Folter. Zeig uns, was du da gefunden hast. Rubbel, rubbel, rubbel die Katz. Ach, das wird ein Reißpfennig sein, wa? Ach, du ahnst es nicht, jawohl. Ich fuhr ihn schon ein, aber der ist ja noch echt gut im Zustand. Wird ein bisschen reim jetzt. Tatsache, ich find's ja sonst immer mega abgenutzt. Jo, was ist los mit deinen Fingern? Muss man wieder zur Maniküre, wa? Muss man hier wieder zu den Chinesen hier vor Ort da. Das Nagelstudio. Jo, ein Reißpfennig, Leute. Was soll ich euch dazu sagen, großartig? Oh, ich habe mal wieder die Location gewechselt. Vorhin, beziehungsweise im letzten Abschnitt war ich noch da drüben. Jetzt bin ich auf dem anderen Feld von dem Bauern. Er hat ja natürlich mehrere im Petto. Ja, schön gegrubbert, morgen wird eingesät. Sagt er, da musst du dich beeilen, wenn du hier noch rauf willst. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und schon gar nicht bei den Werten, wenn die so eindeutig sind. Achso, ich bin übrigens nicht allein. Ey. Kollege ist auch noch einer mit. Hä? Sag mal. Ich dachte, dass es vielleicht hier irgendwo wäre. Aber. Ah. Da kommt was zum Vorschein. Ach Mensch, jawohl. Das ist doch hervorragend. Eine schöne Münze mal wieder. Prima. Was wird's sein? Also drauf rumreiben tue ich nicht, denn ich habe nur meine Sporthose an. Ja, so gehe ich zum, wollte gerade sagen, vom Fitness direkt auf dem Feld, ne? So muss das sein. Sonntags, dicke her. Silber wird es nicht sein, denke ich mal. Tippe da mal wieder auf Scheidemünze. Schade, dass ich nichts sehe jetzt auf Anhieb. Ah doch, da kommt noch ein bisschen was durch. Ja. Naja, müssen wir später mal schauen. Trotzdem, gut. Eben das Feld betreten. Erste Fund, eine Münze. So soll es bleiben. Und schon wieder bin ich auf dem anderen Feld. Einfach die Straßenseite gewechselt. Und zwar folgendes. Jetzt warten wir, bis da drüben abgehäckselt wird. In circa 2 Wochen soll das Ganze hier wieder umgepflügt werden. Und da hat er mir auch schon gesagt, er kennt sich ja auch aus der gute Landwirt. Mensch, vielleicht kommen da ja wieder ein paar Sachen hoch, sagt er. Ja, möglicherweise, aber auch selbst so kommen die Funde. Und ich persönlich, ich mag es ja gerne, auf so einem Boden zu laufen hier, ja. Kann man nicht schön laufen. Diese heftig gegrubberten Böden, da versackst du drinne. Und ich hier mit meinen Sneakern sowieso. Ich brauche natürlich anständiges Schuhwerk dafür, das ist klar, keine Frage. Kurze, knackige Runde. Und nun... Ich komm verlassen mir vor, adios, 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 amor. Ja, 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 so ist das, wenn man hier auf dem Felde sein Unwohl treibt, nicht wahr, liebe Zuschauer? Naja, ich hoffe, die kleine Runde hat euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack gemacht auf mehr. Dann nehmen wir uns den anderen Abschnitt noch vor. Genehmigung läuft für dieses Feld. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als, fuck, muss dringend los. Ciao, bis zum nächsten Mal.